Jo Leute, herzlich willkommen zum fünften Vlog. Ich stehe jetzt genau am gleichen Ort, wie ich vor ein paar Tagen gestanden bin. Ich gehe jetzt heute in den Seealpsee hoch und werde darin wahrscheinlich auch noch eine Runde schwimmen. Kommt drauf an, wie kalt es ist. Also Schnee hat es endlich schon mal, also es könnte kalt werden. Und ja, steht jetzt wieder hier genau vor dem gleichen Citroën. So, jetzt bin ich wieder auf der steilen Straße hoch. Ich zeige euch dann noch, wo der Abzweiger war, als ich in Escher hochgelaufen bin, also in die Ebene Alp. Zeige ich euch noch, wo der Abzweiger war. Und dann geht es aber der Straße hier entlang weiter geradeaus. Ja. So, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie steil das hier die ganze Zeit ist, zeige ich euch jetzt mal noch die Steigung hier. Ja. Ich bin froh, dass ihr Kies nebendran hat, weil auf der Straße, auf dem Teer kann man kaum laufen, weil es so rutschig ist, weil es gestern geregnet hat. So, ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich hier ins Wasser gehe und ja, mal schauen, wie arschkalt das sein wird. Naja, ja, sieht nicht gerade tief aus, aber sehe ich jetzt dann gleich. So Leute, ich bin parat, laufe jetzt gerade noch an einen geeigneten Spot. Also an den Füßen ist es schon mal arschkalt, noch das T-Shirt ausziehen und dann rein, aber mit der GoPro und nicht mit der großen Kamera hier. Ja, also ich weiß jetzt schon, dass ich es morgen bereuen werde. Ich hoffe, ich werde nicht krank, aber naja. So, da kam dann auch der Moment beim Reinlaufen, als ich gemerkt habe, wie arschkalt das eigentlich ist. Als ich dann beim Oberkörper drinnen war, wollte ich einfach nur noch rausrennen, weil es so arschkalt war. An den Füßen und den Beinen ging es eigentlich von der Kälte her, aber der Oberkörper war arschkalt. Also der erste Moment war kälter, als ich gedacht habe. Aber versuch's jetzt nochmal. Letztes Mal. Was ich zu dem Moment noch nicht wusste, dass ich noch ein bisschen mehr reingehen werde. Bin, glaube ich, noch zweimal danach noch reingegangen. Aber auch nur sehr kurz. So, ich bin jetzt wieder angezogen und im Moment spüre ich meine Zehen noch nicht, aber ich denke, das kommt noch. Und ja, jetzt laufe ich noch fertig rundum um den See und dann wieder runter. Dann nichts wie nach außen und unter die Dusche, unter die warme Dusche. Ich zittere auch immer noch ein bisschen, weil es so kalt war. Deswegen wird das Bild jetzt ein bisschen verwackelt sein, aber naja. Oh,
So, jetzt bin ich einmal rundum gelaufen und im Moment sind meine Zehen immer noch ein bisschen gefroren, aber ich merke langsam, dass es wieder auftaut. Jetzt geht es dann noch bergab und das wird nochmal ein bisschen hart, weil es erstens rutschig ist und zweitens mir die Zehen wehtun. Naja. So, ich bin jetzt wieder ein bisschen weiter unten und ich merke jetzt, dass der Ablaufen relativ fest in den Knien, weil ich ja eben eine Baker-Zyste hinten drin habe und das ist schon ziemlich anstrengend. Aber naja, also anstrengend nicht wirklich, aber es tut ultra weh. Ja, würde sagen, wir sehen uns, wenn ich unten bin oder respektive weiter oben. Ja. So, da sind wir auch schon beim Ende des Videos. Ich habe nachgeschaut, der See war 7 Grad warm, also respektive kalt. Also für die Leute, die in die Buddy gehen und Probleme haben, in das kalte Wasser, das 18 Grad warm ist, zu gehen, denen ist das wirklich nicht zu empfehlen. Und ich merke heute jetzt auch ein bisschen meinen Hals. Aber naja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, ein Abo, das würde mich sehr freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.